Hast du eigentlich schon mal hinterfragt, warum du in jeder Vorlesung dir Notizen machst und versuchst, den Stoff zusammenzufassen? Vielleicht sagst du jetzt, hey, ich mache das, um erstmal alle wichtigen Informationen aufzunehmen, das schon mal nochmal ein wenig zu strukturieren und eben das ganze Wissen schon mal aufgeschrieben zu haben, dass ich es nachher nochmal wiederholen kann. Oder vielleicht sagst du auch, hey, ich bin es halt einfach seit der Schulzeit so gewöhnt, das hat man irgendwie schon immer so gemacht und es ist ja schon an sich sinnvoll, einfach mal alles mitzuschreiben, aber ich mache es halt, weil es jeder irgendwie macht. Und ja, an sich ist es sinnvoll, während der Vorlesung mitzuschreiben, aber frag dich einmal, wie viel von dem, was du während der Vorlesung mitschreibst, ist wirklich dann auch noch ein paar Tage später wirklich noch im Kopf. Wenn du jetzt mal ohne Unterlagen versuchst, das Ganze zu reproduzieren, wie viel Prozent von dem Stoff aus der Vorlesung ist wirklich noch da und kannst du reproduzieren, wenn du jetzt eine Klausur schreiben würdest? Und wenn du da sagst, ja okay, das ist nicht so viel, aber ich würde das also sowieso dann später nochmal ganz oft wiederholen und vor den Klausuren dann eben alles nochmal ganz oft durchgehen, dann bist du absolut auf dem Holzweg. Weil wenn du so vorgehst, dass du während der Vorlesungszeit in den Vorlesungen einfach nur deine Notizen machst und sagst, okay, ich lerne das dann alles dann noch später, dann staut sich das immer weiter nur an, bis du in der Klausurvorbereitung vor einem riesigen Berg an Notizen stehst, die du alle nochmal durchgehen musst und das dann in extrem viel Stress immer noch mündet und wahrscheinlich auch in nicht so guten Noten. Was also jetzt wirklich effiziente Notizen ausmacht, ist erstens, dass sie dir dabei helfen, den Stoff zu lernen und wirklich auch mal nachhaltig abzuspeichern und zweitens, den ganzen Stoff übersichtlich darstellen, dass du ihn leicht wiederholen kannst. Und wenn du dich jetzt mal fragst, wie das Ganze mit so den klassischen Zusammenfassungen aussieht, dann machen die beides nicht. Weil erstens, wenn du dir deine Zusammenfassung nach der Vorlesung geschrieben hast und dich ein paar Tage später überprüfen würdest, dann wäre dein Großteil wahrscheinlich schon wieder weg. Und zweitens, wenn du jede Vorlesung 4, 5, 6 Seiten an Notizen machst, dann hast du am Ende vom Modul vor der Klausurvorbereitung dann 50, 60, 70 Seiten an Zusammenfassung, die du nochmal durchgehen musst pro Modul, um dann eben da nochmal die ganzen Zusammenhänge zu erkennen und das übersichtlich zu wiederholen, ist eben auch nicht möglich, weil es einfach viel zu viele Seiten sind. Was kannst du also jetzt machen, um wirklich effiziente Notizen zu machen, die unser Kopf schnell aufnehmen kann? Erstens, und das wird den größten Hebel auf deine gesamte Notizen, auf dein gesamtes Lernen haben, ist, wenn du anfängst, den ganzen Stoff im Vorhinein vorzubereiten. Wie das Ganze genauer geht, da habe ich schon einige andere Videos auf diesem Kanal gemacht, deswegen möchte ich da gar nicht mehr so ins Detail gehen, aber wenn du dich im Vorhinein schon mit dem Stoff beschäftigst, schon weißt, wie das ganze Thema zusammenhängt, schon einen Überblick verschafft hast, kannst du direkt viel effizienter Notizen machen und das, was auch zusammengehört, zusammen aufschreiben und weißt, was eben auch wirklich am relevantesten ist und was eben eher auch nicht so wichtig ist. Und zweitens werden die Notizen übersichtlicher, wenn du aufhörst, einfach nur Stichpunkte die Seite runterzuschreiben oder die Folien zu beschriften, weil wenn du die Folien beschriftest, hast du von vornherein schon 50, 60, 70 Seiten pro Vorlesung, die du am Ende nochmal durchgehen musst. Fange stattdessen an, deine Notizen freier zu machen, mehr Pfeile einzubauen, mehr visuelle Elemente einzubauen, dass alles wenig lockerer wird, ein wenig freier wird und nicht so starr die Seite einfach nur heruntergeschrieben, weil so lassen sich Zusammenhänge besser darstellen und wird auch dafür sorgen, dass du einen besseren Überblick über das gesamte Thema behältst. Und um wirklich effizientere Notizen zu machen, sind das die zwei besten Tipps, die du auf jeden Fall finden kannst und um eine gesamtheitliche Lernstrategie kennenzulernen, von vorne bis hinten, wie du die Vorlesung abarbeiten musst und dich so auf die Klausur vorbereitest, dass du entspannt und selbstsicher bessere Noten schreibst, geh mal gerne auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da kannst du dich komplett kostenlos und unverbindlich mal bei uns eintragen für ein Erstgespräch bei uns. Da kommen wir mal ins Gespräch, schauen uns deine Situation genau an und geben dir konkrete Strategien mit an die Hand, wie du dein Studium sinnvoller absolvieren kannst, effizienter lernst und so auch bessere Noten mit weniger Aufwand schreibst.